Kurz informiert mit Isabel Grünewald. Aral will führender Anbieter von ultraschnellen Ladestationen werden. Daher sollen in den nächsten 12 Monaten an einigen Tankstellen in Deutschland gut 100 Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 350 Kilowatt errichtet werden. Die geplanten Ladesäulen will Aral in Eigenregie betreiben und ausschließlich mit Ökostrom speisen. Allerdings räumt Aral einschränkend ein, die Ladestationen würden jeweils nur errichtet, wenn sich dort ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell realisieren lässt. An rund 30 Tankstellen sollen jeweils 2 Säulen mit je 2 Ladepunkten ans Netz gehen, vorwiegend an Autobahnen, Bundesstraßen und in Großstädten. Der Autozulieferer Continental hat einen eigenen Supercomputer in Betrieb genommen, um die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen und Roboterwagensoftware zu beschleunigen. Die Anlage bei Frankfurt läuft mit Technik des US-Computerkonzerns Nvidia. Dank dem Supercomputer können Systeme auf Basis künstlicher Intelligenz schneller mit großen Mengen Daten angelernt werden. Auf ihm können aber auch Simulationen laufen, die zum Teil Testfahrten ersetzen. So könnte man zum Beispiel eine Straße bei Sonnenschein abfahren und dann für die Sensoren Regen und Schnee simulieren. Das beschleunige zum einen die Entwicklung und spare zum anderen Kosten. Google stellt sich auf noch 1 Jahr Heimarbeit in der Corona-Krise ein. Der Schritt solle den Mitarbeitern mehr Flexibilität für die kommenden 12 Monate erlauben, schrieb Firmenchef Sundar Pichai in der E-Mail an die Mitarbeiter. Bislang hatte Google geplant, dass bis zum Jahresende alle Mitarbeiter in ihre Büros zurückkehren. Andere Tech-Unternehmen wie Twitter gaben ihren Mitarbeitern bereits die Freiheit, auch nach dem Ende der Corona-Krise weiter uneingeschränkt von zu Hause arbeiten zu dürfen. Der bange Blick auf die Wetter-App bleibt dieses Jahr aus. Erstmals in 30 Jahren findet das weltbekannte Heavy-Metal-Festival Wacken nur online statt. Am Mittwoch beginnt das Digital Event als Ersatz für das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Festival in Schleswig-Holstein. Die Musiker sollen dabei live spielen, werden in Echtzeit mit präzisem Kameratracking abgefilmt und direkt in ein virtuelles Set integriert. Auch die Fans sollen nicht nur Zuschauer sein, sondern durch Mitmachprogramme und Interaktionen eingebunden werden. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.